Der Frühling ist also gekommen, nicht nur mit frischem Grün, sondern auch mit frischer Fernsehunterhaltung. Gestern Abend, Millionen Zuschauer warten ungeduldig auf den Start der neuen ZDF-Unterhaltungsserie aus dem faszinierenden Milieu des Pferderennsports. Rivalen der Rennbahn. Eine Serie über edle Pferde und Wettleidenschaft, Liebe und Hass, Intrigen und Verbrechen, Glanz und Ruin. Ein Aufgebot beliebter Stars. Dieter Bohlen. Nun, sehen können Sie ihn in der Serie nicht, aber hören. Er ist der Komponist der Titel- und Filmmusik. Bohlens Hund Mickey begrüßt mich skeptisch. Immerhin bewacht er den erfolgreichsten deutschen Produzenten, Komponisten und Texter, einen Luxusschlitten und über 200 Gold- und Platinplatten in einer Villa vor den Toren Hamburgs. Dieter Bohlens Karriere. 84 Modern Talking, 86 der Tatort-Hit Midnight Lady, 88 Erfolge mit Blue System, jetzt mit Nino De Angelo beim Grand Prix vertreten. Glück, Fleiß, Können? Musstest du dich denn eigentlich in diese Materie ein bisschen reinarbeiten, um die Musik für die Serie schreiben zu können? Oder ist das egal, wofür man die Musik macht? Ja, ich meine, einarbeiten muss man sich schon. Also ich habe mir natürlich als erstes erstmal alle 11 Folgen angeguckt, habe die ganzen Drehbücher gelesen und so und habe natürlich auch mit den Schauspielern so ein bisschen gesprochen und vor allen Dingen natürlich mit dem Regisseur. Also wenn da eben so, also die so galoppieren und das macht dum-dum-dum-dum oder so, nicht, dann kann man natürlich auf sowas auch gleich so einen Rhythmus legen. Aber ich glaube, dazu braucht man nicht reiten können. Ist das wichtig für dich, dass du über die Serie Hits verkaufst oder steckst du die Gage ein und sagst, was danach kommt, ist mir egal? Ja, also früher ist es eben immer so gewesen, oder das ist jetzt auch noch so, bei den alten Filmkomponisten, dass die nach Minuten bezahlt werden. Das heißt also, man braucht meinetwegen 60 Minuten Filmmusik für den Streifen und dann bekommen die pro Minute das und das Geld. Und denen ist das natürlich ziemlich egal, ob das dann Hit wird oder nicht, weil sie haben ja das Geld bekommen. Und Tim, bei mir ist es immer so, dass ich also Filmmusik mache und ich bekomme da also kein Geld dafür, für die Erstellung dieser Musik. Das heißt also, dass ich dieses ganze Risiko trage und deshalb natürlich eigentlich einen Hit brauche. Dadurch, alleine weil zum Beispiel für Rivalen der Rennbahn hat die Musik über 300.000 Mark gekostet. Und das ist eben das Risiko, was ich da trage. Und das kann sich also nur dann irgendwie rechnen, wenn da natürlich im Endeffekt ein paar Hits dabei sind. Aber also ein bisschen Selbstvertrauen braucht man da eben. Ne? Und ein bisschen eben so dieses unternehmerische Risiko. It's a Game. Dieter Bohlens neuer Rennbahnhit mit Sänger Les McCune. Sämtliche Titel des Albums Rivalen der Rennbahn hat Bohlen in seinem zum Studio umgebauten Keller komponiert. Hier entsteht der typische Bohlen-Sound. Tanzbarer Rhythmus, eingängige Melodien, bewährte Arrangements. Ein Garant für Geld und Gold. Du musst ja nun mit den Kritikern leben, die auch immer wieder sagen, die Musik von Bohlen ist uns ein bisschen zu belanglos. Wie lange steht man sowas durch, bis man nicht doch mal sagt, also jetzt will ich es ihnen zeigen? Ja, ich hatte mir damals eigentlich mal so überlegt, also wenn ich jetzt eine Nummer 1 habe oder 2, dann bin ich ja jemand. Oder wenn ich jetzt 5 habe oder 6, dann müssen die ja endlich mal Ruhe geben. Aber ich habe jetzt also über 40 Hits in Folge gemacht und so und es ist viel weniger geworden, also dass man angefeindet wird. Ich meine, langsam akzeptieren die Leute das wirklich. Und Tim, es ist so, also wenn ich manchmal negative Kritik also bekomme von den Leuten, also manchmal wissen die wirklich nicht, wie rum meine Gitarre hält. Und ich habe mich am Anfang unheimlich drüber aufgeregt, aber wenn man diese Leute kennenlernt, die haben doch wirklich also sehr, sehr oft überhaupt keine Ahnung von Musik. Ne? Mhm. Und deshalb also kann mich das einfach nicht mehr also berührt mich das nicht mehr so. Ne? Am Anfang, also in der ersten Zeit, in den ersten 2, 3 Jahren, war ich wirklich jedes Mal tief betroffen, wenn ich da gelesen habe, oh, immer dasselbe und so. Zum Teil haben sie damals auch recht gehabt, denn die Modern Talking Titel klangen wirklich alle gleich. Und wenn Quincy Jones sagen würde, die Musik, die du machst, ist Mist? Das würde mich schon berühren.
Aber das ist ja eben der große Unterschied, dass also alle internationalen Leute einfach, also wirklich den Bohlen wirklich mögen. Ob das eine Taylor Dane ist, die also jahrelang in den Diskotheken in New York Bohlen-Titel gesungen hat, die jeden Titel, sei es Yoma Heart, Yoma Soul auswendig kennt. Die Pet Shop Boys, die alle Platten von mir zu Hause haben. Oder ich meine, also vorgestern habe ich gerade den Barry Gibb getroffen und der kommt dann und streckt einem die Hand entgegen. Guten Tag, Herr Bohlen und so. Das ist wirklich tierisch, nicht? Also das ist unheimlich toll. Wie war die Begegnung toll mit den Bee Gees? Ja, so leichte, feuchte Hände und so. Warst nervös? Ja, weil es ist natürlich, also Bee Gees stand nicht schon immer drauf. Und die haben ja mit dieser Quietscherei damals angefangen zu Saturday Night Fever. Und Modern Talking, wir haben ja auch dann ordentlich rumgequietscht. Und deshalb war das natürlich also irgendwie eine ganz tolle Sache, nicht? Und für mich ist Barry Gibb einer auch der Komponisten überhaupt, weil diese ganzen alten Titel, die er damals geschrieben hat, Massachusetts und dieses ganze Zeug und Words und World. Und ich fand die traumhaft, die Titel, ne? Hast du sowas wie ein Vorbild? Ja, klar. Wer? Paul McCartney. Weil das ist eben der erfolgreichste Komponist der Welt. Und das ist natürlich ganz toll. Ich meine, das schaffe ich nicht, weil ich bin der erfolgreichste aus Deutschland. Ist auch nicht ganz schlecht. Das Video zu Dieter Bohlens brandneuem Hit Love Sweet wurde erst vor ein paar Wochen auf der Bahama-Insel Paradise Island gedreht. Ideale Erholung für ein Arbeitstier, das 200 Tage im Jahr im dunklen Kellerstudio zubringt. Morgen sitzt Dieter Bohlen bestimmt nicht im Keller, sondern vor dem Fernseher, wie so viele. Da gibt es nämlich um 19.30 Uhr die nächste Folge von Rivalen der Rennbahn. Der Titel: Das Attentat.